Was wäre das Leben ohne Zucker? Zucker erscheint in unzähligen Varianten und Formen. Um ihn ranken sich zahlreiche Mythen. Es wirkt wie Emsen, so wie eine Droge. Es ist ein großer Unterschied, ob man braunen Zucker verwendet, ob man weißen Zucker verwendet. Zucker bringt Energie, Punkt. Ist Zucker wirklich so ungesund? Fruchtzucker ist ein Teufel. Wo kommt er eigentlich her? Wo ist er überall drinnen, mit dem wir so gar nicht gerechnet hätten? Dieser hier ist fast zur Hälfte Zucker. Und wie geht's uns, wenn wir gar keinen Zucker zu uns nehmen? Ich hab Kopfweh. Das will ich in diesem Film ausprobieren. Ich werde eine Woche auf Zucker und alles, was Zucker enthält, verzichten. Kann ja nicht so schwer sein. Ich zitter wirklich. Gerade die psychische Belastung, die quasi so ein Zuckerentzug mit sich bringt, das darf man nicht unterschätzen. Montagmorgen in Wien. Mein erster Drehtag startet mit einem Arztbesuch. Ich will wissen, was in dieser Woche auf mich zukommt und ob in meinem Blutbild nach dieser Woche ohne Zucker schon Änderungen zu sehen sind. Also nüchtern sein, lautet die Devise. Zumindest für mich. Aha, guten Morgen. Was habt ihr da alle in der Hand? Frühstück. Ich habe das vage Gefühl, hier will man mich ärgern. Es hat sogar schwarz-weiße Schokolade drauf. Ja, wie geht das Sprichwort leicht abgewandelt? Wer so eine Crew hat, der braucht keine Feinde mehr. Magst du einen Beiß? Nein, ich zieh das durch. 5 Tage ohne Zucker. Ich schaff das schon. Noch weiß ich nicht, wie vielen Versuchungen ich im Laufe der Woche widerstehen muss. So, ess auf. Time is running. Mahlzeit. Süße Speisen und Zucker gehören für die meisten von uns zum Alltag. Wir Österreicherinnen und Österreicher essen 33,1 Kilo Zucker jährlich. Bewusst und oft auch unbewusst. Die Meinungen über Zucker gehen jedenfalls weit auseinander. Ich versuche, den Zucker sehr zu reduzieren. Ein bisschen Zucker, für, also, wenn man schnell Energie braucht, kann auch hilfreich sein, ja. Ich bin von Haus aus keine Süße, also ich lasse sehr viel Zucker weg. Der hält uns bei der Stange. Der versüßt uns das Leben in jeder Hinsicht. Wenn man als Kind schon so viel Zucker bekommt, will man als Erwachsener den Zucker genauso. Also wenn man den Zucker gewohnt ist, braucht man ihn. Braucht man Zucker tatsächlich? Das will ich genauer wissen. Von Dr. Johanna Brix. Sie arbeitet in einer Abteilung für Diabetes in einem Wiener Krankenhaus. Täglich ist sie mit Menschen konfrontiert, für die die Frage nach dem Zuckergehalt tatsächlich eine Frage von Leben und Tod ist. Mich wird die Internistin mit ihrem medizinischen Wissen bei meinem Experiment begleiten. Schönen guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, Frau Gartenstädter. Grüß guten Gott. Morgen. Was kann ich für Sie tun? Frau Doktor, ich habe mir überlegt, ich würde gerne einmal 5 Tage ohne Zucker mich ernähren. Wobei dazu sagen muss, ich esse sehr gerne Süßigkeiten. Deswegen wollte ich mal wissen, was muss ich überhaupt alles machen? Also reicht es, wenn ich einfach nur auf Süßigkeiten verzichte? Oder? Erstens mal tapfer. Und zweitens, ich denke, Sie müssen unterscheiden, ob Sie nur auf Süßigkeiten verzichten wollen oder auf jede Form von Kohlenhydrate, die ja einfach auch Zucker sind. Da fängt für mich die große Herausforderung schon mal an. Wenn wir nämlich von Zucker sprechen, dann meinen wir meist den Haushaltszucker. Der ist aber nur eine Unterkategorie von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind ein wichtiger Energielieferant für den Körper, bestehen aber aus Zuckermolekülen, die in Ketten zusammenhängen. Je nach Länge dieser Ketten entstehen unterschiedliche Arten von Zucker. Einfachzucker, das ist zum Beispiel Fruchtzucker. Zweifachzucker, dazu gehört in erster Linie der Haushaltszucker. Mehrfachzucker, die sind vor allem in Getreide- und Vollkornprodukten enthalten. Egal, was wir davon essen, am Ende zieht sich der Körper die einzelnen Zuckermoleküle heraus. Das heißt für mich, wenn ich ganz streng sein will, ich muss auch auf Kohlenhydrate verzichten. In der Woche gibt's für mich also nicht nur nichts Süßes, sondern auch kein Obst, na das kann was werden, und auch kein Brot, keine Kartoffeln, keine Nudeln und so weiter. Da bleibt nicht mehr viel übrig, das nur minimal Zucker bzw. Kohlenhydrate enthält, zum Beispiel Fleisch und Salat, aber auch da gibt's Fallen. Selbst wenn Sie denken, Sie essen jetzt etwas ohne Zucker, wie sagen wir ein Steak mit einem Salat, oder? Mhm. Würde man ja glauben, dass es zuckerfrei, dann ist unter Garantie im Dressing Zucker drinnen. Mhm.
Da muss man wirklich aufpassen. Ganz ohne Kohlenhydrate wird es auch wirklich nicht gehen. Man spricht so von ketogener Ernährung, wenn man so 10 bis 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst. Und das ist wirklich ganz wenig, weil sie das so auch als Konservierungsmittel bekommen. Also das ist schon trotzdem sehr, sehr wenig. Und gerade die psychische Belastung, die quasi so einen Zuckerentzug mit sich bringt, das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon eben, wie das Wort sagt, wirklich eine Art Entzug. Also sie können Heißhunger erwarten, sie können wirklich so ein Craving erwarten, dass sie unbedingt möchten, dass sie schlecht gelaunt sind. Auch, dass sie müde sind die nächsten zwei Tage. Also all diese Dinge, auf die müssen sie sich und ihre Umgebung schon einstellen. Gell? Seid ihr sicher, dass ihr das mit mir machen wollt? Ich meine, wie schwer kann es sein, 5 Tage auf Zucker und Kohlenhydrate zu verzichten? Kann ja nicht so schwer sein, oder? Man muss auch dazu sagen, dass dieses ganz extreme Projekt, das Sie jetzt starten, nicht mit gesunder Ernährung gleichzusetzen ist. Das ist schon wichtig, einfach zu sagen, ja, weil Kohlenhydrate sind bis zu 50% in unserer, sollten in unserer Ernährung einfach drinnen sein, wenn wir von einer ausgewogenen Ernährung sprechen. Wir sehen uns ja dann am Ende der Woche wieder. Genau, genau. Ich hoffe, ich werde Sie dann nicht zu sehr angreifen oder angifteln. Naja, es war Ihre Entscheidung. Das war meine Idee. Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt noch die Blutabnahme. Ja. Dann machen wir so einen Basisstatus. Super. Schauen wir mal. Gut. Eine Nadel in meiner Vene, pfui Teufel. Hinschauen werde ich definitiv nicht, aber wenn's denn sein muss. Im Blut kann Frau Dr. Brix nämlich erkennen, wie es um meinen Blutzuckerwert bestellt ist. Aber auch, wie gut oder schlecht mein Langzeitzucker ist. Die Bauchspeicheldrüse gibt laufend kleine Mengen an Insulin ins Blut ab, um die Zuckerwerte stabil zu halten. Kann die Bauchspeicheldrüse kein Insulin produzieren, dann hat man Diabetes mellitus. Ui, was schlimm. Nein, ich bin eine kleine, wie sagt man denn da, kleine Sissi. Ein bisschen wehleidig darf man sein, oder? Das genaue Gegenteil ist mein nächster Interviewpartner. Mein erstes zuckerfreies Frühstück steht an und da brauche ich einen Profi an meiner Seite. Willi Zwerger ist Diabetiker. Er muss immer ganz genau wissen, wie viel Zucker er isst. Für ihn ist es nämlich eine Frage von Leben oder Tod. Herr Zwerger, ich freue mich sehr, dass wir heute frühstücken, weil vielleicht können Sie mir dann empfehlen, was ich essen soll. Beziehungsweise ich sage Ihnen mal, was ich jetzt essen und trinken würde und schau, ob das Zwerger geprüft wird. Ob es durchgeht. Ob es durchgeht, genau. Ja. Was halten Sie von einer Bowl mit also Früchten, Banane, Heidelbeeren, hausgemachte kandierte Nüsse und dazu einen Cappuccino? Im Normalfall würde ich sehr viel davon halten, ja. Ihnen würde ich jetzt aber abraten, weil du hast Fruchtzucker drinnen und vor allem Fruchtzucker ist ein Teufel. Jeder glaubt, Obst ist gesund, aber aufgrund des Fruchtzuckers würde ich davon abraten. Mhm. Fruchtzucker ist eben auch Zucker und für mich in dieser Woche tabu. Obwohl Obst im Gegensatz zu Schokolade ja prinzipiell gesund ist, weil es viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthält, aber viel Obst bedeutet eben auch viel Zucker. Wie ist es, wenn man gesagt bekommt, Sie haben Diabetes? Realisiert man da im ersten Moment, was das bedeutet? Nein, keine Chance. Keine Chance, weil du beschäftigst dich ja nicht damit. Mhm. Als Normalsterblicher ist das eine fremde Welt. Und man isst wesentlich bewusster. Und die letzte Frage ist immer, tun wir das gut? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage, die sich kein gesunder Mensch stellt. Tut man das gut? Willi Zwerger ist Experte auf dem Gebiet der zuckerarmen Ernährung. Er macht zum Beispiel auch einen eigenen Senf und eigene Gewürzmischungen. Das Thema Ernährung bestimmt sein Leben. Sein Wissen lässt er auch ab und zu in seinem Podcast einfließen. Willis Wochenrückblick von Abstaubern, Blindverkostern und Lügenbaronen. Gut versteckt unter seinem Hemd trägt Willi einen Blutzuckersensor. Sobald er sich unwohl fühlt oder etwas essen möchte, kontrolliert er seinen Blutzuckerspiegel. Normalerweise misst du deinen Blutzucker über einen Bluttropfen. Das erspare ich mir, weil ich muss das ein paar Mal am Tag machen. Und es reicht mir die harte Haut schon vom Basketballspielen. Daher schalte ich den ein.
halt ihn da her. Man hört am Geräusch, er hat gemessen. Willis Körper erzeugt durch das Diabetes zu wenig Insulin, ein Hormon, das wir dringend brauchen, um den aus der Nahrung aufgenommenen Zucker in die Zellen zu transportieren. Wenn Willi jetzt gleich etwas isst, muss er sich deshalb den richtigen Insulinwert mit einer Spritze verabreichen, damit sein Blutzuckerspiegel nicht zu stark steigt. Was passiert, wenn man zu viel oder zu wenig erwischt, Insulin? Zu wenig merkt man nicht. Man hat dann nur Überzuckerung. Das schlägt sich dann irgendwann einmal an die Organe. Welches zuerst dran kommt, der sucht sich der depperte Zucker aus. Aha. Bei der Unterzuckerung, da kriegst du so ein Kribbeln und ein körperliches Zittern, was nicht erklärbar ist. Aha. Das ist nur in der Nacht gefährlich, weil es nicht sicher ist, ob du aufwachst. Da stirbt man? Ja, also das passiert laufend. Aha. Es ist leider so. Okay. Ja. Ist das für Sie, wenn Sie, also, oder wie schwierig ist das, wenn man diese Angst hat, dass man immer misst und immer seinen Zucker kontrolliert, oder wird man sowas gewöhnt? Ich habe einen riesen Vorteil. Ich bin ein angstfreier Mensch. Das ist gut. Ja, also, ich will nicht sagen, dass es mir wurscht ist, aber ich weiß, damit umzugehen. Diabetes ist eine unterschätzte Krankheit und doch betrifft sie so viele. 800.000 Menschen leben in Österreich damit. Dazu kommen noch 350.000 mit der Vorstufe Prädiabetes. Insgesamt haben in Österreich also mehr als 1,1 Millionen Menschen eine Störung des Zuckerstoffwechsels. Es gibt zwei Hauptformen. Typ 1 Diabetes ist angeboren und tritt vor allem bei jungen Menschen auf. Die Ursache für Typ 1 Diabetes ist noch nicht restlos geklärt, allerdings wird er nicht durch falsche Ernährung hervorgerufen. Bei Kindern und Jugendlichen können Anzeichen Müdigkeit und starker Durst sein. Die häufigste Diabetesform ist Typ 2, teilweise genetisch bedingt. Ein Risikofaktor ist zum Beispiel Übergewicht. Beim Typ 2 Diabetes ist es leider sehr schleichend. Das sehe ich dann tatsächlich früh nur durch diese Blutuntersuchung. Das Problem ist aber, dass viele Menschen das am Anfang sehr lange quasi ignorieren oder sagen, es ist eh nur ein bisschen Zucker. Was sehr schade ist, gerade wenn man einen Typ-2-Diabetes hat, kann man in den ersten Jahren bis Jahrzehnten mittlerweile sehr viel medikamentös machen, wo man kein Insulin braucht und eben auch keine Gefahr einer Unterzuckerung hat. Für Menschen wie Willi Zwerger ist es Alltag, ganz genau darauf zu schauen, was sein Essen enthält. Für mich noch sehr ungewohnt. Irgendwas Gemüsiges würde ich Ihnen raten. Shakshuka, zwei Bio-Eier pochiert in einer würzigen Tomaten-Paprikasauce. Das ist, glaube ich. Also, das wäre optimal. Ich würde nur das Ciabatta nicht nehmen. Ja, stimmt. Nach meinem ersten Frühstück zu Hause, bestehend aus einem Stück Käse und einem Ei, stellt sich mir umso mehr die Frage, was kann bzw. darf ich essen? Ich hole mir Unterstützung von Foodwatch. Vor einem Supermarkt treffe ich Lisa Kernecker. Später werden wir dann mit ihrer Kollegin Heidi Porstner die Produkte ganz genau unter die Lupe nehmen. Aber zuerst ist Einkaufen angesagt. So, schauen wir mal. Vor allem das Frühstück ist für mich eine Herausforderung. Was man auch gerne isst in der Früh, Müsli. Also ich würde jetzt in meinem ersten Reflex zu einem Knuspermüsli greifen, mit Mandelhonig. Mhm, na, da können wir uns gleich anschauen, wie viel Zucker das hat. Mm, yum, yum, yum. 21 Gramm, das ist viel? Ja, da kann man schon welche finden, die weniger haben. Könnten mal das Birchermüsli anschauen. Ui, wo ist es denn? Das ist 15 Gramm. Und hier ist zwar, naja, Orangensaftpulver haben wir drinnen und roher Zucker. Bei vielen Produkten sticht mir sofort ein Satz ins Auge. Ohne Zuckerzusatz oder no added sugar. Kann man dem vertrauen? In diesen Produkten sind oft einmal Zutaten, die sehr stark süßend wirken. Zum Beispiel da hier wird mit Dattelpaste gearbeitet. Jetzt ist es natürlich eine Zutat, die im Endeffekt Süße verleihen soll diesem Lebensmittel, ohne dass das böse Wort Zucker in der Zutatenliste aufscheint. Wir haben auch gefunden zum Beispiel ein Weichselkompott, Weichseln pur, und da steht auch ohne Zuckerzusatz. Und hier wurde mit Traubensaft nachgeholfen.
Das ist jetzt an sich nichts Verwerfliches, also Traubensaft und Wechseln kann ein ganz interessanter Geschmack ergeben. Aber Traubensaft ist einfach ein sehr, sehr zuckerhaltiger Saft. Der Zucker kommt über Umwege über den Traubensaft in dieses Kompott hinein. Okay, das heißt, da werden die Konsumenten und Konsumentinnen oft an der Nase herumgeführt, wenn sie auf ein Produkt schauen und sich denken, ich tue meinem Körper etwas Gutes, weil da ist ja kein zusätzlicher Zucker dabei. Ja, das sind Produkte, die sich durchaus auch im rechtlichen Graubereich bewegen, weil es sind einige stark süßende Zutaten drinnen und No Added Sugar bedeutet schlicht und ergreifend, dass eben kein klassischer Zucker zugesetzt wird, also so wie wir ihn zum Beispiel aus der Küche kennen, aus dem Haushalt. Was für mich sehr interessant bzw. augenöffnend war, wo wie viel Zucker drinnen ist, das ist auf den ersten Blick schwer festzustellen. Chilisauce zum Beispiel gibt es in mehreren Ausführungen. Süß, knoblauchig. Ich hätte gedacht, dass in der Süßen auch mehr Zucker drinnen ist, aber... Der Zuckergehalt hier 38 Gramm und bei der Thai-Chili-Sauce mit Knoblauch sind es 47 Gramm. Also dieser hier ist fast zur Hälfte Zucker. Fast die Hälfte Zucker? Na Halleluja. Aber warum ist da überhaupt Zucker drinnen? Weil er billig zu produzieren ist und dabei hilft, die Lebensmittel haltbar zu machen. Außerdem verstärkt er den Geschmack. 21 Gramm. Mhm. Ich glaube, man kann überhaupt nichts essen. Also es ist überall Zucker drinnen. Wie viel Zucker in einem Produkt drinnen sein darf, das ist gesetzlich oft nicht genau geregelt. Deshalb kann auch das gleiche Produkt, je nach Hersteller, unterschiedlich viel Zucker enthalten. Ketchup ist ein schönes Beispiel. Hier lohnt sich ein Blick auf die Nährwerttabelle. Ketchup ist nicht gleich Ketchup. Das ist hier das süßste Ketchup, das wir hier aufgestellt haben. Das hat 24 Gramm und das bei Ihnen, diese zwei sind gleich wenig. Ich glaube, die haben 14 Gramm. Ja. Genau. Also auch hier 10 Gramm Unterschied ist schon einiges. Damit wir uns das besser vorstellen können, wenn Sie so eine Portion vom süßesten Ketchup essen, dann wären das knapp 2 Stück Würfelzucker. Beim am wenigsten süßen ein Stück. Ich finde es eigentlich ein bisschen frecher, dass ich da so durchgeschickt werde mit meiner Zuckerabstinenz. Es riecht nach Schokolade hier in der Schokowelt. Boah. Warum riecht es da so nach Schokolade? Also woher kommt das? Von der Schokolade, also, würde ich sagen. Alles verpackt? Oder halluziniere ich schon? Riecht ihr das auch? Halluzinationen gehören übrigens zu den ersten Anzeichen eines Entzugs. Ich zitter wirklich. Ich glaube, ich bin ein bisschen unterzuckert. Aber das kann leicht sein, dass das ist, weil ich einfach keinen Zucker und keine Kohlenhydrate seit einem Tag gegessen habe. Ja, okay, ich gebe Ihnen recht, ich rede hier irgendwie Schwachsinn. Aber, das erfahre ich später auch, das sind tatsächlich Entzugserscheinungen. Mein Hirn lässt langsam nach. Es wirkt wie so wie eine Droge. Es macht... Man wird davon abhängig ein bisschen? Abhängigkeit ist ein zu starker Ausdruck, aber Gewöhnung schon. Also denn natürlich gewöhnt man sich daran, wie viel Zucker in irgendwelchen Sachen enthalten ist. Also ich merke schon, wenn ich zu viel Zucker esse, dass ich irgendwie auch noch schneller so abhängig davon werde, dass ich halt irgendwie öfters denke, dass ich Zucker brauche. Können wir tatsächlich süchtig nach Zucker werden? Und ist Zuckersucht mit einer Drogensucht vergleichbar? Bis zu einem gewissen Grad kann man das schon so bezeichnen. Der Suchtbegriff ist immer so ein schwieriger, aber man spricht schon von, im Englischen gibt es diesen Begriff Food Addiction, also man spricht wirklich da von so einer Abhängigkeit. An Tag 3 meiner Zuckerdiät bin ich schon ein bisschen genervter. Ich will heute wissen, woher unser Zucker eigentlich kommt und wie er gemacht wird. Dafür fahren wir ins äußerste Machfeld zu Rübenbauer Ernst Kapfinger. Hallo, Herr Kapfinger. Hallo, grüß Gott. Willkommen. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen. Darf ich Ihnen was anbieten? Ein Stück Mehlspeise. Ja, danke, für mich nicht. Oje, warum? Na, ja, ich versuche 5 Tage ohne Zucker durchzukommen. Überall Versuchungen. In Wien gibt es ein Wort, das meine Gefühle gerade wunderbar ausdrückt. Euda. Aber vielleicht die Herren, die können das ja kosten. Wohl, wir kosten schon. Ja. Ich hoffe, es schmeckt. Kaffee gibt's auch dazu, mit Zucker oder Milch. Es ist gerade jene Zeit, in der die Zuckerrüben gepflanzt werden. Ernst Kapfinger füllt Saatgut ein, gleich geht's raus aufs Feld. Dass ich eine Woche keinen Zucker esse, versteht er nicht wirklich. Für ihn macht die Dosis das Gift. Und auch die Frage, ob Zucker schlecht für den Körper ist oder nicht, hört er nicht gerne.
kann mich erinnern, als Kind sind wir nach der Ernte ist man in die Fabrik gefahren und hat da einen günstigeren Zucker bekommen als Landwirt. Und da sind wir hingefahren mit dem Traktor, mit dem Hänger und haben den dann ausgeführt bei unseren Freunden und Bekannten und Verwandten. Und dann haben wir den Zucker in den Keller getragen. Und wenn dann die Leute den Zucker im Keller liegen gehabt haben, dann waren sie froh. Dann haben sie gewusst, jetzt kommen sie über den Winter, jetzt kann nichts passieren. Das war die Generation, die nur einen Hunger gehabt hat. Und die waren froh, dass sie einen Zucker gehabt haben. Da hat der Zucker einen ganz anderen Ruf gehabt. Die Diskussion, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist eine Luxusdiskussion. Mit der kann ich eigentlich nichts anfangen. Okay, na hoffentlich darf ich jetzt noch mit aufs Feld. Ah, da ist er. Ja. Na gut, dann fahren wir. Ja. Ich steige jetzt auch einfach mal ein. Ja, bitte. Einfach einsteigen. Für Familie Kapfinger beginnt jetzt eine herausfordernde Zeit. Der Anbau von Zuckerrüben ist nicht leicht. Das zarte Pflänzchen hat viele Feinde, vom Käfer bis zum Wetter. Im Herbst werden die Rüben jedenfalls geerntet. Dann bringen wir die Rüben in die Zuckerfabrik. Dort werden die Rüben einmal geschnitzelt, also kleine, da werden wie Pommes frites schauen das aus, werden Schnitzel draus gemacht. Dann wird das mit heißem Wasser sozusagen aufgelöst und dann in verschiedenen Stufen verdampft, bis es immer breiiger wird, zum Schluss geschleudert, dass das Restwasser noch wegkommt. Und dann ist eigentlich nur mehr der Zucker über und der wird dann geschleudert und wird dann kristallin auf gut Deutsch. Und das ist dann das, was wir so als Zucker halt kennen, als Kristallzucker, als Staubzucker, je nachdem. Aber das passiert dann in der Zuckerfabrik. Das geht dann meistens von Oktober bis Jänner, Februar. Der uns bekannte weiße Zucker wird in Österreich nur aus Rüben gewonnen. In anderen Teilen der Welt wird Zuckerrohr angebaut. Daraus wird hauptsächlich brauner Zucker hergestellt. Der Rohrzucker kommt aber aus Brasilien oder Indien oder wo die großen Player halt zu Hause sind. Auf den würde ich nicht greifen, der ist einfach von der CO2-Bilanz und vor allem der ist weit gefahren und Urwaldrodung, all diese Stichwörter. Aber es gibt auch österreichischen braunen Zucker. Das ist Rübenzucker, der mit Sirup aus Zuckerrohrmelasse eingefärbt wird. Und da wären wir bei einer Sache, die viele von uns beschäftigt. Welcher Zucker ist gesünder? Zucker ist es beides, aber der braune scheint so zu sein, dass er gesünder wirkt. Das ist ein großer Unterschied, ob man braunen Zucker verwendet, ob man weißen Zucker verwendet. Ich glaube, es ist eventuell umweltverträglicher, weil es weniger verarbeitet wird oder so. Ich würde sagen, er schmeckt anders, aber ich würde jetzt nicht glauben, dass er gesünder ist. Ja, nein. Also brauner Zucker ist meistens eben karamellisiert oder es ist eben so ein Vollrohrzucker. Da sind so marginal Mineralstoffe drinnen, da gibt es keinen Unterschied zwischen beiden. Aha, gesundheitlich also gleich. Wieder eine meiner Illusionen zerstört. Am Feld angekommen erkenne ich, wie herausfordernd der Anbau ist. Eine Arbeit, die sich immer weniger antun wollen. Heute gibt es nur mehr halb so viele Rübenbauern wie vor 20 Jahren. Wenn man so leicht drüber fährt, dann kommt man irgendwann auf die Saatrille. Ah ja. Spiel, ja, genau. Ja. Ich glaube, ich bin da untalentiert, ich finde keins. Wenn es so locker ist, ja, tut man es gleich wegwischen. Oh je, jetzt habe ich es weggewischt. Nein, nein. Wenn es in der trockenen Erde liegt und ohne Regen. Ja. Das dann mal gleich wieder einpressen da. Ja. Auch wenn heutzutage ziemlich viel automatisiert ist am Feld, der Anbau ist hart, die Zuckerrübe sensibel. In den letzten Jahren hatten die Rübenbauern mit vielen Problemen zu kämpfen, auch mit der billigen Konkurrenz aus dem Ausland. Wir wollen ja da leben können davon. Das wird immer schwieriger ein bisschen, weil wir auch so in einer globalisierten Welt leben, auch was die Lebensmittel angeht. Jetzt reden alle vom Gas und Jesus, nein, wir sind so abhängig vom Gas. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht bei den Lebensmitteln auch bald so abhängig werden. Und dann draufkommen, Jesus, nein, jetzt gibt es keinen österreichischen Zucker mehr. Das muss man, da muss man immer schauen, dass hier die Dinge im Lot bleiben. Ob Rohrzucker oder Rübenzucker, ob braun oder weiß, für den Körper bedeutet es dasselbe. Aber wie viel Zucker soll man jetzt eigentlich zu sich nehmen? Also es gibt von der Weltgesundheitsorganisation eine Empfehlung, die sagt, 10% des Tagesenergiebedarfs sollte man maximal an Zucker aufnehmen. Dann sind das maximal 50 Gramm Zucker. Besser wäre eigentlich noch weniger, besser wäre die Hälfte. 50 Gramm Zucker, das klingt viel, ist es aber ehrlicherweise nicht. Ich hätte das schon bei einem normalen Frühstück beisammen. So eine Portion Marmelade würde mit 22 Gramm Zucker zu Buche schlagen.
Und dazu noch ein kleines Müsli, 23 Gramm Zucker. Naja, für mich ist das ja gerade sowieso tabu. Aber ich bemerke schon wieder eine Veränderung in meinem Körper. Eine, die mir Angst macht. Wo stehen wir denn da bei der... Ach, es ist irgendwie, ich weiß nicht, mir kommt vor, mein Hirn, dadurch, dass ich keinen Zucker und keine Kohlenhydrate esse, ich vergesse Wörter. Kann das sein? Das macht mich fertig. Unser Hirn mag Zucker schon sehr gerne. Ja. Das ist auch ganz wichtig für den Hirnstoffwechsel, nur nicht zu viel, definitiv. Und Österreich ist ein Land der Zuckergoscherl. Das, glaube ich, können wir durchaus sagen, wenn man sich erinnert. Also zum Beispiel, ich erinnere mich auch in der Kindheit, wir haben selbst im Kindergarten einmal in der Woche Minimum eine süße Hauptspeise bekommen. Mhm. Also Grießkoch, Kaiserschmarrn, da kriegt man zuvor eine Suppe. Aber man hat diese süße Hauptspeise, hat schon Tradition in Österreich. Tag Nummer 4 meiner Woche ohne Kohlenhydrate und Zucker hat begonnen. Wir sind am Weg zu unserer nächsten Interviewpartnerin. Und wie das so ist bei Autofahrten, da gibt's immer was zu naschen. Aber keine Sorge, ich rieche nur. Bitte, wie süß das riecht. Na, so leicht lasse ich mich nicht provozieren. Ich bleibe standhaft. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Auch das Handyspielen lenkt mich nicht ab. Immer wieder wandert so ein Sackerl nach vorne. Ich täusche gute Laune und Gelassenheit vor. Aber irgendwann ist die Kamera vergessen und meine Höflichkeit auch. Das Problem ist jetzt ganz ehrlich, die Bären mag ich wirklich nicht, aber das mag ich. Das mag ich, das finde ich wirklich deppert von dir. Mir sowas jetzt unter die Nase zu halten. Egal, liebes Team, mir bleiben zumindest in dieser Woche die negativen Auswirkungen von Zucker erspart. Das setzt natürlich an und entweder, wenn überhaupt, die Menschen leiden sehr vieles unter Diabetes und diese Übergewichtigkeit, also das ist erschreckend. Fängt an natürlich bei den altbekannten Zähnen. Wenn die zu viel langen Zucker abbekommen, geht es denen nicht gut. Ich finde, es geht immer so die Energie mal so rauf und runter und am Ende des Tages finde ich, macht schlechte Laune und die Energie ist irgendwie nicht so da, wie sie da sein soll. Nach 3 Stunden Fahrt und zahlreichen Provokationen durch mein Liebesteam sind wir in Salzburg angekommen. In der Panzerhalle treffe ich Katalin Otwadi, die zuckerfreie Süßspeisen herstellt. Meine Hoffnung auf etwas Süßes steigt. Hallo? Hallo! Ah, was kommt denn da daher? Hallo, Frau Otwadi. Iss mich nicht. Ja, genau. Nein. Ist Low Carb. Low Carb, ohne Mehl und Zucker. Das schaut ja alles herrlich aus. Wir haben laute zuckerfreie Torten, Muffins, Kuchen, Pralinen, Profiterol, Milchsandwich, alles Mögliche. Ohne Zucker natürlich. Aber leider trotzdem mit Kohlenhydraten, die für mich ja tabu sind. Wieder nix. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, dieser Tag war der härteste der gesamten Woche. Und das Schlimme, Katalin Otwadi hat nicht wirklich Mitleid mit mir. Ich war eigentlich nie so auf Süßigkeiten ausgerichtet und auch später nicht. Und meine Erfahrungen waren dann wirklich so, ich habe mich einfach besser gefühlt, wenn ich andere Alternativen genommen habe. Aber kann man überhaupt im Leben komplett auf Zucker verzichten? Eigentlich ziemlich leicht, muss ich sagen. Also man muss sich wirklich nur auskennen. Also meine Kinder sind schon fast ohne Zucker aufgewachsen. Also bei uns gibt es keine Verbote. Also sie kennen Süßes und sie essen auch sehr gerne und öfter Süßes. Aber halt kein Industriezucker und keine fertige Süßigkeiten aus dem Supermarkt. Mhm. Die enthalten natürlich nicht nur Zucker, sondern auch sehr viele Zusatzstoffe. Also in jedem traditionellen Rezept kann man Zucker um 30% reduzieren, so wie es ist. Man merkt es gar nicht, es wird halt nicht big süß. Und man kann sehr viel durch Gewürze, durch Kakao, Vanille und so weiter ersetzen, also mit anderen Geschmäckern, damit es wirklich nur nach süß schmeckt, sondern aromatisch, gewürzig. Und den Rest ersetze ich dann durch Zuckeralternative. Womit wir beim heiklen Thema Zuckeralternativen wären. Es gibt jede Menge davon. Erythrit, Xylit oder Stevia. Alle haben weniger Kalorien als herkömmlicher Zucker. Aber was den ökologischen Fußabdruck und die Qualität der Herstellung betrifft, sind sie nicht unumstritten.
Auch bei diesen Stoffen lohnt sich also der Blick auf die Erzeugungsmethode. Katalin Udvardi verwendet zum Beispiel Erythrit nur aus biologischer Herstellung. Und dann gibt es noch eine Reihe von natürlichen Süßungsmitteln. Von Ahornsirup über Dattelsirup bis hin zu Honig. Der gute alte Honig. Ist der eigentlich gesünder als Zucker? Würde ich nicht sagen, außer wenn man davon ausgeht, dass bestimmte andere Nährstoffe vielleicht noch da drin sind in diesem Produkt Honig, das es in Zucker sonst nicht gibt. Vielleicht wird es natürlich gewonnen, aber wenn man jetzt auch um Kalorien oder so schaut, ist es im Endeffekt dasselbe, ist genauso. Ich glaube schon, dass der Honig gesünder ist als der Zucker. Natürlich ist es auch süß, aber an und für sich ist der Honig sicher gesund. Honig ist eine andere Form von Zucker und deswegen gibt es da eigentlich auch keinen Unterschied. Okay, also es ist wurscht, ob man jetzt in den Tee Honig oder Zucker hineingibt. Das ist ja, es schmeckt nur anders, aber ja. Sonst ist kein Unterschied. Nein. Kuchen, Kuchen, back, back. Für mich geht's jetzt ans Backen. Da bin ich ja überhaupt keine Meisterin, einfach nicht meine Stärke. Aber Katalin Udvardi und ihre Konditormeisterin Evelyn wollen selbst einem so hoffnungslosen Fall wie mir Freude am zuckerfreien Backen bzw. Pralinenrollen vermitteln. Wir werden heute eine Mandelpraline herstellen. Dazu stellen wir mal den Teig her. Mhm. Da haben wir geröstete Mandeln. Mhm. Dazu haben wir den Puder-Erythrit, Bio-Mandelmus. Und dazu braucht man noch Wasser zum Binden. Wasser. Und was ist das da? Wichtigste ist dann Bittermandelaroma, dass wir einfach den Geschmack von den Mandeln noch stärker hervorheben. Genau. Dann fangen wir mit dem an. Genau. Also mit den Mandeln. Genau. Okay, so schwierig klingt das wirklich nicht. Also, alles zusammenmischen, dann noch ein bisschen Sirup rein. Und aus dem Ganzen eine große Kugel formen. Am liebsten würde ich sofort in das Ding reinbeißen. Und Sie können einmal probieren. Na leider. Ah ja genau. Eben nicht. Also schön langsam bereue ich meinen Entschluss, auch auf Kohlenhydrate zu verzichten. Pralinen sind fertig. Fertig. Wunderschön. Geschafft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber dann schlägt der Zuckermangel bei mir zu. Wie gesagt, dieser Tag war der härteste. Meinen Grant, der in mir brodelt, sieht man ja Gott sei Dank nicht. Etwas anderes allerdings schon wieder. Es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich ein bisschen herumzitter. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie zittrig. Also ich bin zittrig, weil ich glaube, ich wirklich merke, dass meinem Körper was fehlt. Wie gesagt, für mein Experiment habe ich die radikalste Form gewählt. Kein Zucker und keine Kohlenhydrate. Das ist für unseren Körper nicht leicht, weil er aus den Kohlenhydraten und dem darin enthaltenen Zucker Energie gewinnt. Auch Katalin Udvardi hält von dieser extremen Form des Zuckerentzugs nicht viel. Ich esse Kohlenhydrate, aber gesunde Kohlenhydrate. Also ich nehme keinen Zucker zu mir, denn das sind leere Kohlenhydrate ohne Vitalstoffe. Aber ich nehme komplexe Kohlenhydrate zu mir, vor allem Hülsenfrüchte, schonend gekochte Kartoffeln, Vollkornreis. Solche komplexe Kohlenhydrate, die der Körper langsam und auf gesunde Weise aufnehmen kann. Und das reicht als Energiequelle völlig aus. Ich brauche keinen zusätzlichen Zucker. Zusätzlicher Zucker findet sich in fast allen Produkten. Und oft ist in Produkten Zucker enthalten, wo wir so gar nicht damit rechnen. Wenn ich jetzt zu Hause einen Kaiserschmarrn koche oder Palatschinken mache, dann weiß ich ja, wie viel Zucker ich hineingebe. Wenn ich durch den Supermarkt gehe und ein Produkt guten Glaubens kaufe und denke, da ist kein Zucker drinnen oder nicht einmal auf die Idee komme, dass da Zucker drin sein könnte. Es ist aber Zucker drinnen und das haut mir meine Zuckerbilanz zusammen, obwohl ich darauf achten würde. Ja. Das ist dann schon wirklich frech. Ein ganz spezieller Fall, das Brot. Also Brot ist wirklich ein Lebensmittel, wo ich persönlich es am allerwenigsten erwartet hätte. Also ein gutes Brot kommt ohne Zucker aus. Es ist aber durchaus so, dass gerade dunkle Brotsorten oder Vollkornbrotsorten immer wieder gerne Zucker als Zutat haben, zum Beispiel Zuckerrübensirup oder auch Gerstenmalzextrakt. Das sind Zutaten, die dem Brot ein bisschen mehr dunklere Farbe, sattere Farbe verleihen. Das heißt, man hat eigentlich ein Brot, das einen Zuckergehalt hat, den es gar nicht haben müsste. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet. In der Panzerhalle in Salzburg steuert meine Verfassung auf ihren Tiefpunkt zu. In diesem Moment bereue ich gerade, dass ich meinem Team erlaubt habe, mich in jeder, wirklich jeder Situation filmen zu dürfen. Ich hab Kopfweh. Man kennt das ja. Wenn man zu wenig isst, dann bekommen viele von uns Kopfweh. Also, Essen wäre gut.
Los geht's. Aber so leicht ist es für mich wieder nicht. Es gibt sehr viel, sehr gutes Angebot, aber überall schreien mich Kohlenhydrate und damit auch Zucker an. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich glaube, das wird's werden. Blattsalat mit gegrilltem Spargel ohne Erdbeeren und extra Dressing für mich. Eines zeigt mir mein Experiment ganz klar. Ich habe bis jetzt viel zu wenig auf meine Ernährung geschaut. Und damit bin ich nicht alleine. In Österreich essen wir generell zu viel Zucker und zu viel Fett. Fast 30% der Menschen in Österreich sind übergewichtig. Auch die Kleinsten sind schon davon betroffen. 20% der 6- bis 10-Jährigen haben mit Übergewicht zu kämpfen. Oft sind es gerade Lebensmittel, die auf Kinder abzielen, die besonders viel Zucker enthalten. Zum Beispiel, wenn Sie 100 Gramm von diesem Müsli essen, haben Sie genauso viel Zucker aufgenommen, wie wenn Sie 100 Gramm von diesem Donut hier essen. Was, wirklich? Mhm. Und wenn Sie 100 Gramm von den Frosties hier essen, dann haben Sie sogar mehr Zucker zu sich genommen, als wenn Sie 100 Gramm von diesem Donut essen. Bewusstsein schon bei den Kleinsten zu schaffen, das ist wichtig. Heute schaue ich mir an, wie man Kindern eine gesunde Ernährung spielerisch näher bringen kann. Ich besuche die Volksschule Vereinsgasse im 2. Bezirk in Wien. Melissa Milonik ist Ernährungsberaterin und betreut den heutigen Workshop. Schlau sein, gesund essen, heißt der und ist Teil einer Initiative des Fonds Gesundes Österreich. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil man einfach weiß, wenn Kinder schon vor der Pubertät übergewichtig oder adipös sind, führt das dann auch dazu, dass die auch im Erwachsenenalter zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch an Übergewicht oder Adipositas leiden werden. Station Nummer 1. Die Kinder sollen erraten, wie viele Zuckerwürfel in ihren geliebten Getränken enthalten sind. Cola, das meiste kommt zu Cola. Ja, ich habe ein Cola. So bewusst wahrgenommen haben sie es einfach noch nie, weil wann setzt man sich so damit auseinander, wie viel Zucker jetzt tatsächlich da drinnen steckt und wie viel das dann auch ist, wenn man wirklich selber dann Würfel für Würfel reingibt. Ja, das stimmt definitiv. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber schauen wir es uns an. Mineralwasser mit Geschmack, 4 Würfel. Fruchtsaft, 7 Würfel. Eistee, 9 Würfel. Achtung, Molke, 12 Würfel. Und Cola, 14 Würfel. Gar nicht so leicht, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hatte alles falsch, außer nur bei Cola. Richtig, sonst war alles falsch. Ich habe nämlich 7 zu Eistee gemacht, aber Eistee hat 9. Apfel ist ja nicht so, es ist, sondern ein bisschen gesünder als Zucker. Und Zucker ist halt viel süßer als der Apfel. Und beim Apfelsaft, da ist halt, glaube ich, dann nur 7 Stück Zucker drin. Auch etwas, was viele von uns nicht bedenken, Fruchtsäfte und Smoothies klingen gesund, aber für so ein Glas müssen 5 Orangen ausgepresst werden. Den enthaltenen Fruchtzucker trinken wir. Wenn wir eine Orange essen, dann ist der Zuckergehalt aufgrund der Menge gleich reduziert. Fruchtsäfte sind wirklich auch eine Gefahr für eine Fettleber, die einfach im Zunehmen ist, auch in Österreich. Also dieses Problem der Fettleber wird einfach immer größer und da spielt vor allem der Fruchtzucker eine große Rolle. Egal ob Fruchtzucker oder herkömmlicher Zucker, es ist wie bei allen Sachen. Zu viel ist ungesund. Im Workshop wird die Aufmerksamkeit aber vor allem auf die Getränke gelenkt. Denn gerade da unterschätzen wir die Menge oft, weil wir den vielen Zucker gar nicht so leicht herausschmecken. Um das Ganze noch einmal mehr zu verdeutlichen, haben wir dann auch eine Zuckerwasserverkostung mit dabei. Die Kinder werfen 14 Stück Zucker in einen halben Liter Wasser. Das ist die gleiche Menge wie in einem Cola. Wie schmeckt's? Aber es ist zu süß. Ist schon sehr süß, oder? Ja. Ja. Ich mache weniger Zucker. Es riecht nach Wasser, aber es schmeckt voll süß. Schmeckt der Eistee auch so? Ein bisschen mehr nach Frucht. Im Eistee ist nämlich noch etwas anderes drinnen, was wir jetzt noch nicht drin haben.
da kommt auch Säure rein. Da merkt man dann sehr gut, wenn man das kostet, dass man nicht direkt die Zuckermenge rausschmecken kann, weil in den Getränken nicht nur Zucker drinnen ist, sondern auch noch Zitronensäure. Und das ist dann der nächste Schritt. Wir geben zu dieser Zuckerwassermischung noch einmal einen Löffel Zitronensäure dazu. Und das schmeckt dann einfach ähnlich wie ein Eistee, den man in den Geschäften kauft. Wie schmeckt denn das jetzt? Kostet's mal. Besser. Und dann war es noch besser. Ja, dann wollte ich noch ein Glas. Ja, so ist das mit dem Zucker. Man will irgendwann immer mehr. Haben Sie in Ihrer Kindheit auch manchmal Candyzucker gelutscht? Bei der Oma, oder? Kenne ich. Das mache ich heute nicht mehr, aber eine Sache ist mir geblieben. Wenn ich müde bin, dann hole ich mir oft einen Traubenzucker. Der soll mir Energie geben. Zucker bringt Energie, Punkt. Ich weiß noch, dass meine Eltern mir immer für Klausuren und Arbeiten und so Traubenzucker mitgegeben haben. Also Traubenzucker gibt mehr Energie. Das Gehirn lebt von Zucker, oder? Ja, Traubenzucker gibt uns Energie, aber nur kurzfristig. Der Traubenzucker kann von unserem Körper direkt aufgenommen werden. Da sind keine Verdauungsschritte mehr notwendig. Das heißt, es führt kurzfristig zu einem Blutzuckeranstieg, aber das hält nicht lange. Das heißt, nach spätestens 20 Minuten fällt der Blutzucker wieder runter und dann haben wir das Gefühl, die Energie ist wieder weg, wir sind energielos und brauchen jetzt wieder etwas. Das heißt, wenn wir Energie brauchen, ist es besser, zum Beispiel gleich eine Jause, wo jetzt ein Vollkornbrot oder etwas anderes von den gesunden Kohlenhydraten mit dabei ist, in der Ernährung haben, weil das gibt uns einfach länger Energie. Der Workshop hat den Kindern jedenfalls großen Spaß gemacht und er hat den Blick auf das Wesentliche gelenkt. Man weiß es ja am Anfang nicht, dass da so viel Zucker drin ist, aber hinten steht es ja, damit man weiß, wie viel Zucker drin ist. Genau. Wenn man dann allerdings ein bisschen älter ist, tauchen die nächsten Probleme auf. Eine größere Schrift wäre hilfreich. 56,3? 100 Gramm, 15 Gramm, da haben wir es schon. Boah, das ist sehr klein. Dazu Zucker, das ist, oh Gott, kann nicht mal die große. Also. Einige andere Länder haben hier schon Abhilfe geschaffen, mit dem sogenannten Nutri-Score. In Österreich ist er auch schon vereinzelt auf Produkten zu finden, aber noch zu wenig oft, findet Foodwatch und fordert deshalb eine verpflichtende Anbringung. Also der Nutri-Score ist quasi eigentlich eine Übersetzung der Nährwerttabelle, die hinten kleingedruckt ist, auf die Vorderseite des Produktes. Und er zeigt eben in einer fünfteiligen Farbskala von einem dunkelgrünen A zu einem dunkelroten E, wie ausgewogen oder wenig ausgewogen ein Lebensmittel ist. Also grün ist gut. Dunkles grünes A ist das Beste und ein dunkelrotes E ist das am wenigsten ausgewogene Lebensmittel. Tag 5 meines Experiments. Und falls Sie sich fragen, wie es mir geht, herrlich. Die schlimmsten Tage habe ich offenbar überstanden. Ich mache mich wieder auf den Weg zu Dr. Johanna Brix. Das Abschlussgespräch steht an. Grüß Gott, Frau Doktor. Grüß Gott. Ich bin wieder da. Wie war's? Es war, also heute muss ich sagen, geht es mir erstaunlich gut, aber die letzten 2 Tage waren sehr anstrengend. Also ich habe am zweiten Tag habe ich teilweise Wörter nicht mehr artikulieren können, sie sind mir nicht mehr eingefallen. Und dann habe ich so zum Zittern angefangen. Und heute in der Früh bin ich aufgewacht und war topfit. Quasi noch fitter als normalerweise in der Früh, oder? Erstaunlich. Ist das normal? Ja, das ist schon normal. Das, was Sie beschreiben, ist auch sind einfach Entzugssymptome. Und heute haben Sie dann quasi diese Entzugssymptome überwunden und fühlen sich deswegen umso fitter. Was macht eigentlich Zucker in unserem Körper? Also vor allem unser Hirn braucht sehr viel Zucker. Ja, unser Hirn ernährt sich schon auch durch Kohlenhydrate. Und das haben Sie ja sehr schön beschrieben, oder? Mit diesen eigentlich neurologischen Symptomen. Also Zucker ist schon ein Grundnahrungsmittel, das wir schon auch benötigen. Deswegen ist prinzipiell eine gesunde Ernährung beinhaltet immer Kohlenhydrate. Verstehe. Und was hat sich körperlich bei mir getan? Ich habe tatsächlich an Gewicht verloren. Und sogar in meinem Blutbild hat sich etwas getan. Meine Insulinresistenz hat sich in dieser kurzen Zeit verringert. Das ist ein positives Signal. Zucker prinzipiell ist wirklich nichts Ungesundes, sondern es geht wirklich um die Dosis. Mhm. Aber das Problem, das wir einfach haben, ist, dass wir einfach viel zu viel Kohlenhydrate konsumieren, weil das einfach eben überall auch in der Nahrung verteilt ist. Und ja. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe vorher nicht so drauf geachtet, aber ich bin draufgekommen, also, wo überall Zucker drinnen ist. Das war wirklich spannend zu sehen.
Und ich glaube, ich werde das auch so ein bisschen beibehalten. Also Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren. Das ist super. Ja. Und daran halte ich mich nach wie vor. Komplett auf Zucker und Kohlenhydrate zu verzichten, ist nicht ratsam. Wie so oft, die Dosis macht das Gift. Und was wäre denn ein Leben ohne die süßen Versuchungen? Auf Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Darf ich jetzt essen? Es soll ja nicht nur fürs Fernsehen gewesen sein, oder? Also, essen Sie mal das Gesunde weg. Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?